Wisst ihr was? Einmal so durchs Bild. Wir haben jetzt Norman Lang von DSDS vor der Linse. Norman, du bist ja ziemlich weit gekommen, diesmal bei DSDS mit deutschem Schlager. Finde ich sehr gut. Was erhoffst du dir denn von Oberhausen Allee? Was sind deine Perspektiven, was sind die Pläne für das Jahr 2011 bei dir? Also die Pläne für das Jahr 2011 sind ja ganz klar eine eigene Single, ne? Und einfach Spaß, viele interessante Leute kennenlernen. Weißt du schon den Titel von der Single? Weiß ich noch nicht, nein. Oder darfst du ihn einfach noch nicht verraten? Ich darf so einiges leider noch nicht verraten, aber es sind schon Sachen geplant und vom Sound wird da was ganz Neues kommen und da freue ich mich schon drauf. Wird das eine Party-Single oder geht das eher in Richtung Schlager, wie man ihn früher kennt von, was weiß ich, Costa Cordales oder wie auch immer? Also man kann sich ungefähr so eine Mischung aus ein Stern und ich baue dir ein Schloss, so in diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen, ja. Wie viele Songs wirst du denn in Oberhausen singen bei Oberhausen Olé? Also ich denke, ich werde da schon so vier Lieder zum Essen geben. Muss man mal schauen. Ich war die letzten drei Mal bei Oberhausen Allee dabei. Es war eine gigantische Stimmung. Du wirst dich wundern, das ist was anderes als im Fernsehstudio. Wenn 50.000 Leute vor dir stehen, das Gasometer im Hintergrund, vor allem wenn das abends beleuchtet ist. Also ist schon wirklich geil. Vor allem, wenn die Leute immer mitgehen dabei. Wann wirst du denn auftreten? Ziemlich am Anfang oder am Ende? Das weiß ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht aus dem Kopf, jetzt wann ich da auftreten werde. Aber ich denke, egal ob früh oder spät, es wird Spaß machen und da wird wahrscheinlich wirklich die Bude rocken. Ja, also 40.000 Leute, das ist schon eine Zahl, das ist schon ein Haus. Schon geil. Wie ist das Mallorca-mäßig? Wie oft bist du auf Mallorca jetzt? Also ich werde jetzt am Freitag wieder dahin fliegen, am 26. bin ich dann wieder da und dann jeden Mittwoch alle zwei Wochen. Wo? Megapark. Ja. Bei unserem Freund Andi Bucher. Jawohl. Viele Grüße an ihn. Grüße in Anima. Wo? Unten in der Arena? Oder? So wie es aussieht, werde ich überwiegend unten in der Arena sein. Ja. Bist du auch bei der Ballermann-Hitze dabei, von unserem Freund Harry Seedorf? Ist geplant, dass ich dabei bin, ja, richtig. Mit deinem neuen Song? Ich will es hoffen, ja. Wir sehen im Hintergrund das Plakat Oberhausen Allee. Mhm. Ich weiß, ob der Kamera noch was eben nachjustieren kann. Okay, wunderbar. Also wir sehen uns dann am 9.7. in Oberhausen und am 4.6. in Köln-Olé. Mein Name ist Christian Sasse für News on Tour. Danke, Norman. Tschüss.